Leo hat irgendwann mal mit 10 Monaten beschlossen für sich, dass er aufsteht und losläuft. Ist dann irgendwann mit 2 bis 3 Jahren ist sie zum Tanzen gekommen. Das hat sie dann 2 Jahre gemacht. Relativ gerne. Da war sie so die Blümchenflickerin, die über die Wiese gelaufen ist und nach allem getanzt hat, was sie gefunden hat. So, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, Leichtathletik ist vielleicht auch nicht schlecht. Also ihr allererster Wettkampf, der war im Alter von 7 Jahren in Brno. So, und das war ein Dreikampf. Eine dieser Disziplinen war halt Schlagballwerfen. Und beim Schlagballwerfen lief es gelinde gesagt suboptimal, weil sie hat da tatsächlich geschafft, -2 Meter zu werfen. Und wir haben dann gedacht, oh mein Gott, das wird wahrscheinlich nie was werden. Es hätte keiner wissen können, dass sie 8 Jahre später in der Lage ist, bei der Weltmeisterschaft zu starten und dort einen Platz 9 zu erreichen im Speerwerfen, wohlgemerkt. Also Lea ist halt sehr wissbegierig, sehr erfolgshungrig. Also wenn sie irgendwas nicht kann, dann versucht sie das halt so lange, bis es funktioniert. Sie ist halt nicht abgehoben. Sie versucht halt immer ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Ihr selber, glaube ich, zwar bewusst, dass sie was kann, was andere nicht können, möchte das aber nach außen nicht so darstellen, weil da ist immer ein bisschen schüchtern, sage ich jetzt einfach mal. Na gut, Lea hatte halt am Anfang des Jahres wirklich eine gute Phase, wo sie ordentlich trainieren konnte noch, wo halt der Lockdown noch nicht war. Dann kam halt irgendwann im März diese Entscheidung, weil die Pandemie halt immer schlimmer geworden ist, dass man praktisch den ganzen Trainingsbetrieb einstellen musste. Da war es das erste Mal, ist das erste Mal in die Tief gefallen. Dann haben wir sie zu uns nach Hause geholt, haben wir halt schön 3, 4 Wochen lang ordentlich Kraft trainieren können. Wir konnten im Garten werfen und dann gingen die Wettkämpfe los. Dann war halt der erste Wettkampf und da hat sie plötzlich 55 Meter geworfen und das hat sich dann so fortgesetzt. Das war tatsächlich jeder Wettkampf eine neue Bestleistung. Das gipfelte dann darin, dass sie im Endeffekt bei den deutschen Meisterschaften der Erwachsenen einen 3. Platz gemacht hat. So. Und danach nochmal in Thun bei einem großen Werfertag 57 Meter geworfen hat. Und da gab es bis jetzt, ich glaube in Deutschland, 3 Mädels in dem Altersbereich, die jemals so weit geworfen haben. Und das ist halt schon, sag ich mal, eine Hausnummer, wo man sagt, da kann man drauf aufbauen.